Sie fühlen sich von den neuen Machthabern in die Enge getrieben. Lautstark schreien sie ihre Wut heraus. Es ist immer wieder dieselbe Forderung, mit der die Anhänger Mursis durch Kairo ziehen. Ex-Präsident Mursi soll wieder eingesetzt werden. Vor dem Verteidigungsministerium werden sie von Sicherheitskräften gestoppt. Wieder kein Weiterkommen für die Muslimbrüder. Wir werden Ägypten befreien. Das Militär stellt sich mit Panzern Frauen und Kindern in den Weg. Was werden sie erst bei Männern tun? Währenddessen versucht die Übergangsregierung, die eigene Machtposition zu stärken. Sie hat ein Komitee aus Rechtsexperten eingesetzt, das damit begonnen hat, Ägyptens Verfassung zu überarbeiten. Durch ein Referendum soll diese dann legitimiert werden. Voraussetzung für Neuwahlen. In einem Interview rief Übergangsministerpräsident al-Beblawi die Ägypter zur Versöhnung auf. Ägypten darf nicht weiter politisch geteilt sein. Das muss auch die Aufgabe der neuen Regierung sein, auch wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Doch die Positionen sind verhärtet. Beide Seiten setzen weiter auf die Macht der Straße.